Alter! Oh. Okay, Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir haben jetzt echt Pech gehabt. Verhältnismäßig für den See. Wir haben richtig viele Hechte gefangen, muss man wirklich sagen, auch große. Aber wir wollen noch einen riesen Fisch fangen. Und diesmal schaffen wir es wirklich, wenn wir in 13 Minuten auf dem Wasser sind, dass wir zur allerbesten Beißzeit kurz nach Neumond Hecht angeln können. Wenn wir heute keinen fangen, dann fangen wir nie wieder. Also man muss schon sagen, wir haben echt Pech gehabt. Gestern haben wir nur 3 Hechte innerhalb von 2 Stunden gefangen. Ich finde, das geht gar nicht, oder? Nee, Spaß, Leute. Also das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Er hat irgendwie vorgestern noch 1,08 Meter gefangen. 10 Hechte, als er draußen war in 2 Stunden. Ich kann es mal wieder nicht nachvollziehen. Er hebt einfach mal wieder ab. Der fliegt schon hier oben. Ich glaube, ich muss den irgendwie nochmal runterholen, indem wir Rotaugen stippen gehen. Okay, Leute, Abfahrt! Sim, sim. Ich bin Meister Yoda, auch Mr. Miyagi genannt. Da drüben ist mein Padawan. Nein. Jawohl. Mich nennt man Luke. Minky. Skywalker. Ich bin auf der guten Seite der Macht und ich kämpfe heute mit meiner Baitmaster und werde pelagig die Hechte vor seiner Nase wegfangen. Baitmaster ist geil. Also er kämpft mit seiner Baitmaster. Deine Strategie ist, die Barsche zu suchen und sie dann zu keschern. Richtig. Weil du weißt, dass du sie so nicht an den Haken gelockt kriegst. Genau. Okay. Weil er nämlich das Echolot geklaut hat und seit Tagen das in Beschlag nimmt. Aber ich sage, ich brauche kein Echolot. Was ich brauche, ist einfach, gib mir einfach nur einen Haken und eine Schnur und das reicht mir. Was du vor allem brauchst, ist eine Portion Mut, mein Großer. Denn um gegen mich anzutreten und zu siegen. Okay, wir werden heute Kajak gegen Ruderboot machen. Ruderboot. Sagen wir Elektro-Ruderboot. Genau, also halb Maschine, halb Mensch. Menschenkraft, ein Na? Droide. Cyborg das gegen reine Muskelkraft, Leute. Ich bin Marathonläufer und ich bin Ruderer. Und das werde ich heute mal Victor zeigen, was das Ganze bedeutet, gegen mich im Kajak anzutreten. Und unser Ziel ist es, ich werde auch einen schönen Hecht mitnehmen für die Küche heute Abend, denn es wachsen hier gerade frische Pfifferlinge. Gestern, vorgestern hat es geregnet, schön warm. Das heißt, die Pilze sprießen aus dem Boden. Mm. Waldsteinpilze und schwedische Pfifferlinge. Deswegen werden wir einen schönen Mittelküchenfensterhecht mitnehmen, irgendwas unter 80. Werden den dann richtig schön lecker über dem Feuer zubereiten mit Pfifferlingen. Und was gibt's noch, Victor? Heute ist das Finale nämlich. Ja, wir werden die legendären Krebse, die wir über Wochen gesammelt haben, 21 Stück an der Zahl, werden heute zubereitet. Richtig. Wie? Das erfahrt ihr nur, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ganz genau. Und das wird heftig und wir haben eine Sache noch, wir haben eine Reuse, ist uns heute Morgen abgerissen. Die ist tief in die Tiefen des Sees gesunken und wir werden sie heute runter tauchen und holen. Das heißt, wir werden die Krebse quasi per Hand fangen. Das ist natürlich wirklich krass, weil wenn die nämlich wirklich da unten voll ist jetzt, und wir einfach zu flach geangelt haben, dann haben wir ein Learning gemacht. Dann war es Karma, dass die Schnur gerissen ist. Richtig. Let's go. Gehen wir aufs Wasser. Let's the show begin. Vorteil von so einem Boot ist halt schneller drin. Das muss ja mit einkalkulieren beim Versus. Denn wie wenn ich sage, ich darf beim Köderfisch versus Gummifisch erst dann anfangen mit dem Gummifisch zu schmeißen, wenn der andere einen Köderfisch gefangen hat. Ja, auch Quatsch. Heute haben sie einfach nur 2 Brille an, ne? Ja? Oh. Ich bin ja eigentlich fürs Schmeißen. Was sagst du? Schmeißen ist geiler. Schmeißen ist geiler, viel geiler. Okay. Aber ich glaube, es zählen alle Fische. Ja. Deswegen können wir alles machen. Okay, dann machen wir alles. Okay, Leute, da ist der Erste. Auf dem Weg zum Spot. Oder ist es Hubertus? Hubertus, habe ich dich? Okay, das war ja krass. Und ich wollte gerade sagen, wenn jetzt einer beißt, ich habe den Satz nicht beendet, es ist kein Spaß. In dem Moment scheppert das Teil rein. Wir haben dann gesagt, okay, wir werden aber den Hecht, wenn jetzt einer beißt, nicht rausholen, solange wir das Bier nicht. Und in dem Moment. Okay, aber es spricht für den Beißindex, Leute. 5 Minuten draußen. Und zack. Jetzt bin ich mal nur gespannt, ob es ein Riese ist. Er fühlt sich wie ein Riese an. 1:0 für Ruderboot. Alter, sind wir gerudert. Danke, danke. Eigentlich sitzt er auch gut zum Releasen. Releasen wir, oder?
So schön kriegen wir den nie wieder abgehakt. Du kannst ihn auch holen, liegen. Boah. Oh, er ist ab. Okay. Du hast gleich das Mal gemacht. Gezählt nicht. Doch. Doch, wieder Touch. Hast du ihn berührt? Ja, klar. Der war deutlich über 80. Unter 80 cm bitte mitnehmen. Wir brauchen heute Abend ein schönes Hechtgelenk für den Pfifferling, Victor. Über ja. 80, dann klasse. Gut gemacht. Auf mich schon. Ja. Beim Quatschen. Okay, wir fahren mal hin, ja? Wahrscheinlich an derselben Stelle. Ja, Wahnsinn. Vielleicht ist da irgendwie ein Beltschwarm und die stehen halt drumherum. Hoffentlich hat er jetzt sein Küchenhecht. Oh. Ich glaube, das ist unser Küchenfisch, Victor. Ja? Ja. Sehr gut. Geil. Und. Oh. Fuck. Jawohl! Geil! Oh, schöner Fisch. Also würde ich. Ich würde sagen, es steht 1-1, Victor. Jawohl. Versorgen wir jetzt mal schnell und messen ihn mal, ne? Ob er ins Küchenmaß passt. Und beide an der gleichen Stelle. Ja, die Stelle sollten wir uns merken. Ja. Aber ich würde trotzdem erstmal hier gucken, weil ich habe das Gefühl, alle Maschinen haben wir hier quasi an dem Felsen da gefangen. Der ist genau unter 80. André, willst du wieder das Herz haben? Gib das lieber jetzt Victor. Auf keinen Fall. Jeder isst dein eigenes Herz. Warte mal, dann musst du heute das Herz essen, ja, weil essen. Ich das schon gemacht habe. Hubertus, mach das. Wie war das denn? Das war lecker, das war wie Sashimi. Er hat genau 77. Jetzt 77, 78, nee, ich esse nicht. Also ich muss sagen, Schwachling. Tut mir leid, Hubertus, aber Digga, du hast mir ein Herz gegeben und ich hab's auch gegessen. Sofort. Das stimmt. Ich überleg's mir jetzt nochmal, aber erst will ich den Fisch gerade hier versuchen. Digga, das geht innerhalb von einer Sekunde. Okay, isst du jetzt das Herz oder nicht? Aber ehrlich gesagt will ich es auch nicht probieren, weil da könnten auch Parasiten und so drin sein. Digga, ich hab's gemacht. So, komm. Nee, ich nimm das mal mit, ich esse gleich. Mach mich Alter, wirklich? Ja, du hast mich ein Herz essen lassen. Und wenn du jetzt kein Herz isst, dann bist du kein Ehrenmann. Hast du kein Herz? Hab ich kein Herz. Komm, zeig mal. Mach mal. Sei ein Mann. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Digga, du hast mir ein Herz gegeben. Ich werde dich dafür immer hassen, wenn du das nicht essen wirst. Ich mache es nur für dich. Komplett aber. So, und sag jetzt, wie es geschmeckt hat. Klasse, Leute. Einfach nur klasse. Kann ich jedem empfehlen. Bitte nicht aufnehmen. Bitte rausschneiden. Doch. Rausschneiden. Digga, du hast mich ein Herz essen lassen. Du hast das gemacht, du. Du bist aber auch ein echter Bulle. Das wird reingeschnitten auf jeden Fall, Digga. Nein. Doch. Guck mal, da nimmt er doch sogar Wasser. Schwachling. Schwachling. Du kannst mich Herz essen lassen, du. Oh, nächster Leute, das gibt's ja gar nicht. Erst ein Handstupser. Ich dachte, ich habe auf den Grund gecheckt. Ich glaube, heute werden wir einen Massenrekord aufstellen, Leute. Ich glaube, das Beste, was wir hatten, waren 10 Bisse. Da sind 5 rausgekommen. Jetzt haben wir schon 3 Hechte. Oh ja. Guck mal. Ach nur, ist nur ein ganz kleiner. Der ist ja niedlich. Und wieder nur ganz spitz gehakt, ne? Also man dächte ja bei den Beißern, dass die richtig rausscheppern, aber und wieder released. Aber Leader Touch, Leute, zählt. Boah, der war groß. 2-1! Es ist schön, dieser Biss ist einfach unheimlich geil. Aber ich muss sagen, langsam könnte man wieder ein Großer einsteigen. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Egal, beim Werfen oder Schleppen, es beißt nicht mehr. Und das ist ein gutes Zeichen, dass man auch Stopp machen muss. Zumindest eine Pause, und wir jetzt in den Wald gehen, damit wir diese Hechte, die wir sozusagen mitgenommen haben, auch richtig geil essen können.
brauchen eine richtig geile Beilage und hier ist alles voll mit Pfefferlingen, Leute. Das ist ein Delikatesspilz, der kostet richtig viel. In Deutschland, glaube ich, unbezahlbar. Also ich übertreibe wie immer, aber sehr teuer das Kilo. Und Barbara, unsere quasi Nachbarsnachbarin, hat irgendwie 7 Kilo gesammelt. Und das werden wir jetzt auch machen und werden dann, wenn die zweite Beißphase losgeht, nochmal rausfahren, um Endmaschinen zu fangen, Leute. Der ein oder andere von euch wird vielleicht das Video gesehen haben, wie wir zu dritt hier im Badefass ein schönes Abendmahl genossen haben. Kannst du dich daran erinnern? Hm. Was gab es da? Wildschweinkeule. Und Wildschweinkeule. Jetzt wird das Ding angeheizt. Allerdings war ja damals noch ein bisschen frisch. Ja. Ich bin gespannt, wie es heute sein wird, bei 30 Grad in ein 80 Grad heißes Wasser zu springen. So, wir fahren jetzt mit Birre zum Pilze sammeln, weil sie kennt die geheimen Geheimspots, Leute. Eigentlich hat sie gesagt, muss sie uns die Augen verbinden. Aber wir haben gesagt, okay, wir kennen uns hier sowieso nicht aus. Und dann hat sie gesagt, okay. Aber ich werde schön GPS-Koordinaten speichern, Leute. Leute, wir sind jetzt, wir konnten nicht da eigentlich zu dem Hotspot, weil da war auf einmal eine Schranke. Wahrscheinlich hat der Förster gesagt, das ist mein Hotspot. Aber jetzt sind wir quasi mitten irgendwo anders lang gefahren, weil diese Pilze immer mit bestimmten Bäumen zusammenwachsen. Mit Haselnuss oder so, weiß ich nicht genau. Es riecht schon nach Pilz, Leute, hier. Also wir werden bestimmt gleich welche finden. Birrit hat welche gefunden, auf der anderen Seite. Und da sind mehrere. Was kostet das ein Kilo? Die verkaufe ich für 2 Euro. Für 2 Euro? Das Stück oder insgesamt? Ja, 1 Euro pro Stück. Willst du? Ja. Okay. Gut. Gerne kannst du auch reinpacken. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel der Kilopreis gerade ist, wenn ihr das guckt, weil wir haben gerade kein Internet hier. Leute, das ist fast wie Angeln, das ist eigentlich besser als Angeln, weil die Guides sind billiger. Ja gut, aber Berit will mit Hecht bezahlt werden. Ach stimmt, wird mit Hecht bezahlt, ja gut, aber ist doch ein fairer Deal. Guck mal, das reicht mal, das ist, boah, das ist so easy. Okay, Leute, zieht euch rein. Das ist mein Korb. Deutlich voller als der von Hubertus. Genau, Leute, hier wird nämlich noch sozusagen mit Gütern gehandelt. Wir brauchen keine Währung, keine Kryptowährung, nichts. Ein Pike, 2 Körbe Pfefferlinge. Obwohl, da muss ich nochmal nachgucken, ob wir da wirklich einen guten Deal gemacht haben. Wahrscheinlich ja. Pike-Filet kostet ja nur 5 Euro das Kilo. Und das würde ich jetzt mal sagen, 40 Euro das Kilo. Der Pike wiegt 5 Kilo und das ist so ein halbes Kilo, also haut schon ungefähr hin, würde ich sagen. So, was wir jetzt aber noch machen, wir fahren jetzt noch mal raus, bevor wir kochen und werden noch mal versuchen, einen Monsterhecht zu fassen, Leute. Alright, Leute. Neue Runde, neues Glück. Also heute Vormittag war schon krass, oder? Richtig krass. Meinst du, das können wir noch mal wiederholen? Ich glaube schon. Wir haben jetzt aber nur eine Stunde Beißzeit. Also ich glaube, heute wird die Maschine noch mal anbeißen bei dir. Das wäre geil, Leute. Ich habe ja schon 1,8 Meter gefangen neulich, vor 2-3 Tagen. Also heute ist einer der besten Tage. Vom Wind, von Beißindex, von schönem Wetter. Einfach top. Der nächste. Alter, was ist denn hier heute los? Können wir mal auf die Uhr gucken, bitte, wie lange wir jetzt hier angeln? Halbe Stunde. Alter, abgefahren. Ein Biss verkackt, schüttelt sich fast wie ein Barsch. Wenn es ein Barsch wäre, Leute. Wow, wow, schöner. Wow, geil. Okay, ich habe ihn unterschätzt. Sieht nach guten Fisch aus, Viktor Petri.
Vielen Dank. Alter, nice. Endlich. Ja, hier steht auch einiges an Baitfisch unten. Ja, geil. Hier werden wir schön schmeißen, Leute, gleich. So, guckt euch an. Alter. Du hast aber das Lieder noch nicht berührt, Victor. Noch oder nicht? Zählt er nicht. Ich habe ein sehr langes Lieder. Guck mal hier, zack. Okay, werde ich ihn mal rausholen, wa? Ja. Was hat er doch nicht. Hat er gehört und sagt nein. Yes! Das macht Spaß, Leute. Yes! Ha! 3-1! Ist das wieder eine Maschine? Gigi! Das nenne ich nochmal einen Fisch. Alter, das ist so geil. Wenn die so abgehen, das ist echt nice. Es ist schön, wir haben einen krassen Tag erwischt. Vielleicht stellen wir jetzt einen Seerekord hier aus. Mit Frequenz, ein Hechtrekord an diesem See. Vielleicht beißt noch eine krassere Maschine ein, aber das ist ja schon mal echt geil. Okay, schnell zurück. Er ist mir reingeplumpst, Leute. Also, er ist richtig schön lively davon geschwommen. Hier werden wir jetzt richtig schön nochmal schmeißen, weil hier scheint irgendwas zu sein. Ja, da steht direkt immer ein Fisch, Leute. Das ist nämlich heute geiler mit dem Wind auch. Ja, wir hatten 3-4 Tage richtig krassen Wind, Leute. Wir konnten nicht ordentlich die Fische anparken. Diese Begriffe immer, wa? Dass ich es ausdenke. Also sich über den Fisch genau hinzustellen, ist nämlich auch eine Kunst. Und es ist auch irgendwie geil, dann zu sehen, ob die hochkommen. Aber es ist nicht geil zu sehen, wenn sie wieder wegschwimmen. Ja. Ja. Einbruch, guck ich. Der nächste, Leute. Es ist einfach geil. Es ist geil. Oder? Petri Digi. Danke. Wir sind jetzt bei wie viel? 4. Oh, er zieht, aber. Alter, er zieht. Das ist ein guter. Das ist wirklich ein guter. Ich dachte erst nicht so gut. Von bisher. Kam kurz mitgeschwommen. Aber der scheint echt gut zu sein. Alter, das ist geil. Wir haben hier so ein Traumgewässer gefunden. Alter! Oh! Alter! Maschine, die Brokescher. Maschine beim Freiwasser einkurbeln, Leute. Alter Schalter. Alter, Alter! Eine richtige Maschine, Leute. Ich traue mich gar nicht, ihn ranzuziehen. Der will irgendwie gar nicht so richtig. Nicht springen. Nein, 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 nein. Ist er noch da? Ja. Leute, das ist für auch für diesen See ein absoluter Granatenfisch. Und er ist drin. Yes, Baby. Alter. Geil, Digi. Alter Verwalter. Oh, krasser Scheiß. Da bin ich ja jetzt richtig, ey, glücklich, muss ich sagen. Alter. Zieh dir mal bitte diesen Fisch rein. Zieh dir mal diesen Nacken rein. 4-1, Hubertus. Zählt leider auch nur als einer. Zählt auch nur als einer. Der geht hier Richtung 1,15, 1,20. Boah. Boah. So, es wurde alles feucht gemacht, Leute. Fisch weg. Okay, 1,6 Meter. Oh, wahnsinnig fett. Sagen wir mal 1, ja, 1,6. Wahnsinnsfisch. Alter, fettes Teil, richtig fettes Teil. Okay. Okay, gut. Leute, guckt euch diese Maschine an, ey. Abgefahren, abgefahrenes Teil. Richtig geil, okay. Release. Ciao. Ciao, man. Alter. Ritchie. So, dann würde ich sagen, Leute, jetzt steht es ja 4-1. Und der nächste, Leute. Mal sehen, ob wir diesmal rauskriegen. Er scheint gut zu sitzen und macht auch gut vor, muss ich sagen.
Mal gucken, was für einer ist. Krasser Scheiß heute. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Es ist einfach so, man hat das Gefühl, man kann so viel fangen, wie man heute will. Boah, ist das geil. Ich dachte schon, wie eine Maschine, so wie er gekämpft hat. Okay, Leute. Wundervoll. Der wird super schön. Entweder als Bulette enden oder als Thai Curry. Thai Curry. Oder als Hechtschnitzel. Echt ein richtig krasser Fisch unter uns. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn kriege. Victor, lass auch mal runter. Ja! Geil! Jawoll! Geil! Pelagisch, Mann! Das gibt's doch nicht! Das ist so geil! Das ist so geil, Leute! Gesehen, angeworfen, gebissen! Geil! Leute, das ist mir besonders viel wert, weil ich diese Technik gerade erst gelernt habe. Das ist jetzt mein zweiter Pelagischer. Der zählt. Alter, hat schon wieder einen. Beim Pelagen wieder. Von 15 Meter hochgeschossen. Abgefahren. Geilo! Guck dir das schöne Teil mal an hier. Schön auf meine Baitmaster. Geiler Fisch. Zeig mal nochmal. Bam! Super schön. Richtig geil. Ich konnte den Fisch genau beobachten, wie der hochgeschossen kam und dann gebissen hat. Auf wie viele Meter hast du geangelt mit dem Köder? 5 Meter. Und der gute darf auch wieder. Wir haben genug. Okay, wünsch mir Glück, Leute. Victor, ja? Denk dran, wenn ich 3 Minuten nicht oben bin, dann hole ich die Polizei. Feuerwehr. Feuerwehr. Ja. Kann man 3 Minuten unter Wasser sein? Boah. Ach, gucke. Ist das drinne? Jawohl. Ja. Sogar einer drinne. Jawohl. Mission auch erreicht. Richtig geil, Digi. Jetzt haben wir heute die Hechte, Pfifferlinge, Krebsreuse bereitet. Das wird wieder eine Festschmaus-Eskalation werden, Leute. Leute, richtiger, heftiger Stibbel, was hier am Start ist. Ich bereite jetzt gerade die Aioli vor. Ganz wichtig ist immer, dass die Eier und das Olivenöl beide gleiche Temperatur haben. Idealerweise Zimmertemperatur. Victor macht in der Zeit den Salat. So, Leute, abgefahren. Wollt ihr mal sehen, was wir jetzt hier in diesem Topf drin haben? Quasi die Ausbeute aus einer Woche. Bin ich schon mal gespannt. Pfifferlinge an, wenn die so schön sauber in der Pfanne sind und so voll. Leute. Paniertes Hechtfilet. 1 von 10, wie geil ist das denn, Leute? Also zumindest jetzt ist es noch 10. Mmh, ja, sau gut. André, hast du gut gefangen. Wow, richtig nice. Gut. Okay, Leute, ich würde sagen, es war ein herausragender Tag, was wir alles heute erlebt haben. Wahnsinn. Jetzt essen wir erstmal in Ruhe. Jetzt essen wir erstmal. Dann geht's ins Badefass. Ja. Es ist 48 Grad, Leute. Ich glaube, das ist nicht gesund. Nee, das ist nicht gesund. Verbrannt ist. Also in dem Sinne würde ich sagen, das sparen wir uns heute mal. Mhm. Obwohl wir uns ja schon sozusagen fertig gemacht haben. Ansonsten muss ich sagen, es war ein ganz krasser Tag, was wir heute gemacht haben, wa? Ja. Wir haben einen doppelten Seerekord, also doppelter Hechtrekord aufgestellt. Mhm. In Quantität und Qualität. Geschleppt und pelagisch gefangen. Und auf geworfen. Ansage. Und geworfen. Also richtig heftig. Dann waren wir noch jagen im Wald nach Pilzen, haben gekocht. Haben eine Reuse befreit und einen Krebs gerettet. Genau, Karma-Punkte haben wir gesammelt ohne richtig. Ende. Und natürlich auch, sag ich mal, 20 Karma-Punkte verloren, als wir die anderen Krebse sozusagen dann... ne? Gut, aber es war geil. Also sie werden in uns Tag. Weiterleben. Sie werden uns weiterleben, so sieht's aus. In unseren Taten. Genau wie dieses alkoholfreie Karlsberg, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Richtig. Wenn es mal wieder heißt, ich gehe angeln. Richtig. Ah, tschüss. So, gehen wir am Pool.